Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist für uns Haushälter wieder, sind zwei lange arbeitsreiche Monate zu Ende gegangen mit großem Erfolg, wie wir übereinstimmend finden und wie das auch schon viele Male gesagt worden ist. Es ist hier aber auch der letzte Haushalt, den wir gemeinsam in dieser Legislatur machen. Und vor dem Hintergrund lohnt es sich auch einmal zu gucken, wo die großen Linien sind, die wir gemeinsam vertreten haben. Und da will ich hier noch mal den Bereich der inneren Sicherheit nach vorne stellen und vor allen Dingen die Menschen, die in diesem Bereich tätig sind. Über 40.000 Bundespolizisten haben nämlich genau wie die vielen, vielen Ehrenamtler im letzten Jahr in diesem Land einen Hammerjob gemacht und machen ihn bis heute. Und schon im März hieß es, dass diese Bundespolizisten unter über 3 Millionen Überstunden ächzen. Und darum ist es eine gute, eine überzeugende Antwort des Haushaltsausschusses und des Bundestages, dass wir erneut, nachdem wir schon im letzten Jahr Tausende von neuen Stellen für die Bundespolizei geschaffen haben, diese Zahl jetzt auf insgesamt über 7.000 neue Bundespolizisten bis zum Jahr 2020 erhöhen. Und das ist das Signal an die Bundespolizei. Wir schätzen nicht nur eure Arbeit enorm wert, sondern wir unterstützen sie auch. Das tun wir nachhaltig, denn das sind ja alles Beamte, die uns erhalten bleiben werden. Und für diejenigen, die diese vielen, vielen Überstunden geschoben haben, ist das auch das deutliche Signal, dass sie die Wahlfreiheit haben werden zwischen Auszahlen oder Freizeitausgleich für diese Überstunden. Das sind wir ihrer Lebensqualität und der ihrer Familien. Das sind wir denen schuldig und da halten wir Wort. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir für diese Bundespolizisten die Sachmittel und die Personalmittel ausgestattet haben im Umfang von zusätzlich ungefähr 880 Millionen Euro. Und wir wollen diesen Bereich der Bundespolizei auch ein bisschen weitergreifen, weil natürlich viele andere Behörden auch dazu gehören, wie zum Beispiel, wir haben den Zoll massiv verstärkt, das Bundeskriminalamt, die Dienste, den Verfassungsschutz. Wir haben die Justiz massiv gestärkt und wir haben auch deren Ausstattung gestärkt. Und nur im Bereich, ich komme von der Küste, man möge mir das jetzt nachsehen, wir haben nicht nur drei neue Bundespolizeischiffe möglich gemacht für 165 Millionen Euro. Wir haben auch drei neue Zollboote möglich gemacht und Hubschrauber. Herr de Maizière ist gerade nicht da, aber die Hubschrauber, die Transporthubschrauber waren ein wichtiger Punkt und auch davon wird es vier geben, die aus- oder umgerüstet werden und zusätzlich zur Verfügung stehen. Also diese große Koalition hält in diesem wichtigen Feld Wort. Und das hat in der Tat auch sehr viel mit der inneren Sicherheit nicht nur in unserem Land zu tun, sondern es geht natürlich auch um die Stärkung der Außengrenzen des Schengen-Raumes. Und es geht auch um unsere Verantwortung innerhalb von Frontex, wo wir ja mehr Verantwortung übernehmen wollen und müssen. Das Ganze hat etwas damit zu tun, dass natürlich die Stabilität in Europa sehr wohl nur auf Dauer erhalten bleiben kann, wenn die Außengrenzen auch mit unserer massiven Unterstützung gesichert sind und gesichert bleiben. Und darum ist es richtig, was wir hier machen. Es gehört aber auch das THW zu unserer Auffassung von innerer Sicherheit. Das THW, die größte Ehrenamtsorganisation mit 80.000 ehrenamtlich Tätigen, die in vielen, vielen Situationen in unserem Land hilfreich sind, aber auch gute Botschafter Deutschlands in der ganzen Welt und auch in vielen Krisengebieten und in vielen Flüchtlingslagern einen hervorragenden Job machen. Man muss wissen, ja. Man muss wissen, dass das THW mit seinen 80.000 Ehrenamtlern über 800 hauptamtliche Kräfte verfügt hat, als diese große Koalition ihre Arbeit aufgenommen hat. Wir haben im letzten Jahr über 200 neue Stellen geschaffen und jetzt kommen noch einmal 150 neue dazu. Das heißt, wir sind bei deutlich über 1.100 hauptamtlichen Stellen und darauf sind wir gemeinsam stolz. Und das ist auch das, was das Ehrenamt und das THW zu seiner langfristigen Stärkung braucht. Vielen Dank, dass das geklappt hat.
Und wichtig ist natürlich auch, dass 375 Stellen gehoben werden beim THW, denn es ist eine anspruchsvolle Arbeit und die muss auch entsprechend entlohnt werden. Und richtig wichtig ist auch, dass wir im Haushaltsausschuss schon im letzten Jahr, in den letzten beiden Jahren, ein Bauprogramm für die Liegenschaften des THW für fast 30 Millionen Euro auf den Weg gebracht haben und jetzt mit einem Programm von 100 Millionen für die Erneuerung des Fuhrparks bis 2023 auch an dieser Stelle zeigen. Liebe Freunde vom THW, es ist uns wichtig, dass ihr richtig gut ausgestattet seid. Und natürlich ist das auch soll das auch ein Motivationsschub sein, um weitere Mitstreiter für das THW langfristig zu gewinnen. Zum Haushalt von Herrn de Maizière gehört aber natürlich auch das wichtige Thema Integration. Und auch dort hat diese Große Koalition die Kosten für Integrationskurse mehr als verdoppelt gegenüber dem Zeitpunkt, als wir hier gestartet sind. Und das haben wir auch nicht erst gemacht, als wir im letzten Jahr diese sehr große Zahl von Flüchtlingen hatten. Wir haben es in mehreren Stufen gemacht. Und was ich besonders schön finde und woran ich hier noch mal erinnern will, ist, dass wir es waren, die Haushälter der Großen Koalition, die eine Initiative ergriffen haben dafür, dass die Lehrkräfte, die in diesen Integrationskursen unterrichten und die einen absoluten Hammerjob machen und von deren Qualität es auch abhängt, ob Integration in Deutschland wirklich gelingt oder nicht, dass wir das, was die verdienen, den Stundensatz von 23 Euro, das war beschämend wenig, auf 35 Euro die Stunde angehoben haben. Das war wirklich ein gutes und ein richtiges Signal. Diese Integrationskurse helfen aber ja nur den Menschen, die eine gute Bleibeperspektive in unserem Land haben. Und das sind aktuell die Syrer, die Iraker, Iraner, Eritreer und Somalier. Und wir alle wissen, dass viele, viele Menschen, die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind, uns immer wieder Briefe schreiben und sagen, Freunde, das ist nicht in Ordnung, dass die Afghanen keinen Zugang haben. Denn die Afghanen, die liegen mit ungefähr 47% Anerkennungsquote ja nur ganz knapp unter den 50%. Und wenn man hinzunimmt, dass viele Afghanen, die bei uns nicht bleiben können, aber doch gar nicht zurück nach Afghanistan gehen, sondern nach Dublin nur in andere europäische Länder gehen, wo sie dann auch anerkannt werden, dann ist ihre Anerkennungsquote in Wahrheit höher. Und dann versündigen wir uns an ihnen, wenn wir ihnen nicht Chancen bieten, hier sich auch zu integrieren. Und dazu gehört zuallererst der Erwerb der deutschen Sprache. Und darum bin ich besonders froh, dass es gelungen ist, in der Großen Koalition mit dem Integrationspakt auch Orientierungskurse zu bilden. Und diese Orientierungskurse, die sind finanziell ausgestattet jetzt mit diesem Haushalt, die werden bis 2020 100 Millionen Euro werden wir in die Hand nehmen. Und diese Orientierungskurse werden eben auch für diejenigen offenstehen, die keine sichere Bleibeperspektive haben. Und das sind vorrangig die Afghanen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn diese jungen Menschen Sprache lernen, unabhängig davon, ob sie auf Dauer bleiben oder nicht, Sprache lernen, beschäftigt werden, qualifiziert werden, dass das alles der wichtigste Beitrag ist, auch sie von anderen Dingen abzuhalten, die wir uns nicht wünschen können, sondern ihnen die Chance zu bieten, in ihrem Leben wirklich auch mal eigenes Geld zu verdienen, ihre Familien selbst zu ernähren, ob in Deutschland oder woanders. Im Haushalt der Arbeitsministerin haben wir auch sehr viel getan, damit gerade die Jobcenter gestärkt werden, damit an dieser Stelle die vielen Flüchtlinge, die ja jetzt absehbar nach Abschluss ihres Asylverfahrens bei uns in die Jobcenter und in die Bundesagentur für Arbeit kommen werden, dass dort wirklich sie nicht eben zulasten der anderen Langzeitarbeitslosen, sondern mit gleichen Chancen und auch mit mehr Mitteln ausgestattet an dieser Stelle, damit es zu bewältigen sein wird. Wir haben sehr viele Menschen dort zusätzlich eingestellt. Die sind auch alle schon vor Ort angestellt. Und wir haben auch die Mittel erhöht, jetzt noch einmal 300 Millionen Euro mehr beim SGB II
und die Sprachförderung der Bundesagentur für Arbeit, die Wert von 410 Millionen Euro 2017 auf 470 Millionen Euro 2018 noch mal erhöht. Und das ist auch der richtige Weg, denn nur wenn die Menschen gut bei uns integriert werden, dann sind sie auch ein großer Gewinn für uns und für unsere Gesellschaft. Und dann haben sie auch die Chance, was sie wollen, selbst für ihren Unterhalt hier zu sorgen. 100.000 Ein-Euro-Jobs, auch die sind geschaffen für Asylbewerber, die noch nicht anerkannt sind, die aber eine gute Bleibeperspektive haben. Und die soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, da haben wir die Mittel verdoppelt und die Jobcenter verdoppelt, in denen dieses auch mit Mitteln des Europäischen Fonds verstärkte Mittel, wo die Angebote gemacht werden können. Abschließend möchte ich sagen, wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam gemacht haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir damit einen Beitrag zur sozialen Stabilität in unserem Land leisten und geleistet haben. Und insofern bin ich dankbar dafür, dass das so gut funktioniert hat. Vielen Dank. Bettina Hagedorn war das für die SPD-Fraktion, die sich hier stolz gezeigt hat auf das, was sie zu dem Haushalt beigetragen hat. Nächste Rednerin ist Antje Tillmann, die finanzpolitische Sprecherin der CDU-CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir blicken auf ein anstrengendes, aber für die Menschen in Deutschland erfolgreiches Jahr zurück. Und mein Fraktionsvorsitzender hat eben gesagt, diese Situation ist nicht vom Himmel gefallen, sondern gemeinsame Arbeit. Lieber Volker Kauder, ich bin mir sicher, dass wir uns einig sind. Ein bisschen ist vielleicht auch vom Himmel gefallen. Und es ist die Zeit des kommenden Advents, die uns vielleicht dazu bringt, innezuhalten und auch dankbar zu sein für diese Situation. Dass wir in Deutschland leben können, dass unsere Kinder nicht in Krisenregionen dieser Welt groß werden, sondern dass wir dieses Land aufbauen, gemeinsam gestalten können und dass wir das in überwiegend Frieden und sozialen Ruhe tun. Das ist schon auch ein bisschen vom Himmel gefallen, aber ich weiß, Volker, da sind wir gar nicht weit auseinander. Aber es schadet ja auch nicht, dem Himmel ein bisschen nachzuhelfen. Und deshalb haben wir auch in diesem Haushalt Maßnahmen ergriffen, die die Situation in unserem Land noch besser macht. Und ich glaube, es war ganz passend, dass ich nach Bettina Hagedorn spreche, die sich auf Flüchtlinge konzentriert hat, indem ich zu deutschen Familien zurückkomme, um dann auch klarzumachen, dass niemand in Deutschland darunter leidet, dass wir Flüchtlinge auch integrieren, dass wir die gleichen Programme auch tun. Da bist du ja auch sehr aktiv mit unterwegs. Niemand hat weniger dadurch, dass wir in Integration von Flüchtlingsfamilien Geld investieren. Ganz im Gegenteil, auch Familien in Deutschland fördern wir mit diesem Haushalt in großem Umfang. Zum Beispiel durch das Kindergeld, was bis 2018 um 10 Euro pro Monat erhöht wird, der Kinderfreibetrag erheblich erhöht auf 4.788 Euro. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird erhöht, der Kinderzuschlag für Geringverdiener, sodass wir seit 2015 Familien in Deutschland gezielt um rund 7 Milliarden Euro mit Barleistungen unterstützen. Dazu kommt aber, dass Familien natürlich insbesondere unter Wohnsituationen leiden und dass erhöhte Mietpreise gerade bei denen ankommen, die für viele Menschen Wohnraum suchen. Und die Situation im Zinsmarkt, die uns sonst sehr große Probleme bereitet, ist hier eine Chance für junge Familien, sich vielleicht auch eine eigengenutzte Immobilie zuzulegen. Wir unterstützen diese Familien mit KfW-Programmen bis zu 50.000 Euro für eine selbstgenutzte Immobilie. Und wir wollen das Baukindergeld für Familien einführen, damit auch die Eigenkapitalquote bei Familien angemessen ist und sich mehr Menschen eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus leisten können. Das konterkarieren natürlich Maßnahmen der Länder, die dann bei jeder Haushaltssituation die Grunderwerbsteuer erhöhen. Alles das, was wir steuerlich begünstigen, wird aufgefressen durch die erhöhte Grunderwerbsteuer. Und ich kann nur an die Länder appellieren, dass sie auch hier die Familien mehr in den Blick nehmen und zum Beispiel durch Freibeträge für Familien diese Situation verbessern.
Unser Justizminister Maas hat versucht, über die Wohnimmobilienkreditrichtlinie auch diesen Markt zu beruhigen, auch Schwierigkeiten im Wohnmarkt in den Griff zu bekommen. Das unterstütze ich dem Grunde nach. Aber leider ist das Gesetz so überschießend, dass gerade junge Familien jetzt es schwer haben, Kredite im Wohnbereich zu bekommen. Da müssen wir nachsteuern. Und ich bin froh, dass mein Kollege Lothar Binding genau mit mir am gleichen Strang zieht. Wir wollen, dass junge Familien diese Kredite bekommen, um sich Wohneigentum zu schaffen. Und wir werden, Lothar nickt, das auch lösen, dieses Problem. Und ich hoffe sehr, dass wir das in diesem Jahr tun können, damit diese Familien tatsächlich ihre Kredite in dem Umfang bekommen können, wie es verträglich und wie es für sie notwendig ist. Und bei einem weiteren Gesetz droht ein bisschen Unbill. Die BaFin soll zusätzliche Eingriffsrechte beim Immobilienmarkt bekommen. Und wir sind heftig in der Diskussion, sicherzustellen, dass wir nicht hier wieder überschießen. Denn es kann nicht sein, dass wir Nachfolgefinanzierung oder den sozialen Wohnungsbau dadurch verhindern, dass die BaFin Kredite nicht ausreichen lässt. Auch da müssen wir auf das Maß, das Augenmaß achten. Aber ich hoffe, auch da auf einem guten Weg zu sein. Neben den 7 Milliarden Euro, die wir den Familien in bar auszahlen in den letzten Jahren, haben wir aber auch zahlreiche Infrastrukturmaßnahmen, die für Familien gut sind. Ich erwähne die Kinderbetreuung. Das Programm 9,3 Milliarden Euro zum Ausbau der Kinderbetreuung hat die Zahl der Kindergartenplätze in den letzten Jahren verdoppelt. Die Qualität erhöhen wir dadurch, dass wir in speziellen Sprachkindergärten auch benachteiligte Kinder fördern. Und Eltern können sich auf Öffnungszeiten verlassen durch das Programm Kita Plus. Auch hier sind wir direkt für Familien unterwegs. Das Schulsanierungsprogramm ist erwähnt worden. 7 Milliarden Euro können in die Sanierung von Schulen gesteckt werden. Und da sage ich ganz offen, es kann nicht sein, dass der Verteilungsschlüssel die Länder begünstigt, die ihre Kommunen bisher kurz gehalten haben. Auch die Verschuldungssituation der Kommunen ist nicht vom Himmel gefallen. Hier muss es einen anderen Verteilungsschlüssel geben, damit auch die Länder davon profitieren, die bisher mit ihren Kommunen vernünftig umgegangen sind. Insgesamt können sich Familien auf uns verlassen. Und da dieses überwiegend natürlich aus Steuergeldern bezahlt wird, müssen wir uns auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler angucken, die das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland aufrechterhalten, die die Leistungsfähigkeit des Staates aufrechterhalten. Und auch da haben wir unser Wahlversprechen eingehalten. Wir haben versprochen, die kalte Progression in den Griff zu bekommen. Wir haben das in dieser Legislaturperiode schon einmal gemacht und werden es Ende des Jahres wieder tun. Wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr um 7,3 Milliarden Euro und in 2018 sogar um 11 Milliarden Euro. Die gesamte Legislaturperiode hatte Steuerentlastung von 25 Milliarden Euro auf dem Programm. Und ich glaube, das ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Und ich danke dem Finanzminister Schäuble, der gesagt hat, auch der Spielraum in der nächsten Legislaturperiode wird zu einem ganz entscheidenden Teil an die zurückgegeben, die diese Leistungen auch erarbeitet haben. Und wir stehen dahinter. Leistungsträger in diesem Land müssen sehen, dass wir nicht nur gut mit ihren Geldern umgehen, sondern dass sie einen Teil davon auch zurückbekommen. Neben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die diese Leistungen erbringen, müssen wir aber auch dafür sorgen, dass diejenigen, die in Unternehmen die Steuern zahlen, das auch dauerhaft tun können. Und das können Sie am besten, wenn wir zum Beispiel mittelständische Unternehmen insofern fördern, dass wir den Investitionsabzugsbetrag vereinfacht haben. Bürokratieabbau ist eben besprochen worden. Wirtschaftsgüter können demnächst steuerbegünstigt angeschafft werden, ohne dass im Einzelfall klar sein muss, für welches Produkt dieses Wirtschaftsgut tatsächlich genutzt wird. Für Start-ups werden wir in dieser Legislaturperiode, in diesem Jahr, noch Wagniskapital von erheblicher Bedeutung zur Verfügung stellen über den Investzuschuss. Die Gemeinschaftsforschung in der Industrie haben wir erhöht und auch die ZIM-Programme, die Innovationsprogramme für die neuen Länder, haben wir mit zusätzlichem Geld ausgestattet. Im Gesetzgebungsverfahren ist ein Gesetz für bessere Verlustnutzung für Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen, damit Ideen, die in Deutschland entstanden sind, auch tatsächlich in Deutschland umgesetzt werden können. Auch das wird zu zusätzlichen Steuereinnahmen führen, die wir in diesem Haushalt gut gebrauchen können. Und der Kampf gegen Steuerhinterziehung wird fortgeführt. Auch das ist ein Mittel für mittelständische Unternehmen, denn gerade die leiden am meisten unter Konkurrenten, die international unterwegs sind und da an ihrem Standort die entsprechenden Steuern nicht zu zahlen haben.
Also von Haushaltskonsolidierung über Abbau der kalten Progression, von Familienentlastung über Infrastruktur bis zur Förderung von jungen, innovativen Unternehmen. Was wir versprochen haben in dieser Legislaturperiode, haben wir getan. Und wir tun es mit diesem Haushalt einmal mehr, damit dieses Land wirtschaftlich gut aufgestellt ist und die Probleme, die außerhalb dieses Landes auf uns zukommen, gut meistern kann. Und ich bitte Sie, diesen Haushalt mit zu unterstützen. Antje Tillmann war das, die finanzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, mit verschiedenen Hinweisen, wo also die Große Koalition ihre Schwerpunkte gesetzt hat, beispielsweise in der Familienpolitik. Weiter geht es mit Dennis Rohde für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hören in dieser Woche vieles über das, was die einzelnen Fraktionen im Bundeshaushalt 2017 erreicht haben, was sie gerne erreicht hätten, wo sie sich durchgesetzt haben oder vielleicht auch nicht. Ich finde aber, wir müssen bei allem, was wir machen, neben den konkreten haushaltspolitischen Entscheidungen auch ganz grundsätzlich beantworten, welche Form des Zusammenlebens und der gesellschaftlichen Ordnung wir uns eigentlich vorstellen. Und ich glaube, zwei Fragen hängen da ganz eng beieinander. Nämlich die eine, wie soll unser Land eigentlich in 10, in 20 oder in 30 Jahren aussehen? Und die andere, was ist eigentlich das große Ganze, für das wir auch in diesem Bundeshaushalt 329 Milliarden Euro ausgeben? Ich finde, gerade in Zeiten gefühlter Unsicherheit ist es wichtig, eine klare Vorstellung vom gesellschaftlichen Miteinander zu formulieren. Das bedeutet für uns alle, sich der Sorgen der Menschen anzunehmen und ihre Unsicherheiten und Ängste zu verstehen und sie nicht abzutun oder gar für ihr Wahlverhalten zu beschimpfen. Und es sind ja grundsätzliche Fragen, die uns erreichen. Kann ich in Deutschland noch sicher leben? Ist meine Rente und ist die Rente meiner Kinder und Enkelkinder noch sicher? Schaffen wir die Integration von Schutzsuchenden und wie schaffen wir sie? Was ist unsere Antwort auf die Verrohung der Sprache und die zum Teil wütende Vehemenz der Auseinandersetzung? Oder ganz grundsätzlich, kann ich es eigentlich verantworten, Kinder in diese Welt zu setzen? Kann ich mich zeitlich um sie kümmern und ihnen ein gesichertes Zuhause bieten? Das sind einige der grundsätzlichsten Fragen, die mich in den letzten Wochen und Monaten in Bürgergesprächen und Veranstaltungen erreicht haben. Ich glaube, sie betreffen uns alle und wir alle haben sie so oder so ähnlich bereits gestellt bekommen. Und ich glaube, man sollte als Abgeordneter Ideale haben, an denen man sich orientiert. Gleichzeitig müssen wir aber auch auf diese konkrete Fragen konkrete Antworten finden. Wir müssen die Frage beantworten, wie soll eigentlich unsere Zukunft, wie soll die Zukunft unseres Landes aussehen? Meine Vorstellung ist die einer freien Gesellschaft, die Solidarität, Gerechtigkeit und das Miteinander lebt und auch verteidigt. Eine Gesellschaft, in der Respekt, Freiheit und Sicherheit im Kern der Wertvorstellung steht. Dabei ist mir aber wichtig, Sicherheit meint nicht nur Sicherheit vor Terror oder Gewalt, sondern auch Sicherheit bei der Rente, Sicherheit im Krankheitsfall oder bei der Kinderbetreuung oder beim Finden eines geeigneten Arbeitsplatzes. Und ich glaube, das Ganze hat zentral etwas mit Respekt zu tun. Denn wenn wir richtigerweise von den Menschen, die hier leben, von den Menschen, die zu uns kommen, erwarten, dass sie unsere Verfassung, unsere demokratische Grundordnung und unsere Gesetze respektieren, dann müssen wir gleichzeitig als Abgeordnete auch die Leistung und die Sorgen der Menschen in unserem Land respektieren. Deshalb haben wir beispielsweise in dieser Legislaturperiode den Mindestlohn eingeführt. Denn wir schätzen nicht nur die Leistung gut bezahlter Führungskräfte, sondern jede Arbeitsleistung in unserem Land. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass niemand in diesem Land weniger verdient, als der Mindestlohn es vorgibt. Denn es gebietet uns der Respekt vor der Leistung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und Respekt bedeutet für mich auch, dass Männer und Frauen in Deutschland für die gleiche Arbeit auch den gleichen Lohn bekommen. Ich finde, es ist schlichtweg eine Schande für ein fortschrittliches Land wie unser, dass Frauen bei uns für die gleiche Arbeit weniger bekommen als Männer. Ein Land, das die Gleichberechtigung als Staatsziel in der Verfassung hat, muss auch den Respekt für die Arbeitsleistung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt herstellen. In meiner Vorstellung verdienen Männer und Frauen das gleiche Geld für die gleiche Arbeit. Und ich finde,
Und ich finde, es hat auch etwas mit fehlendem Respekt zu tun, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, oftmals von einer Befristung in die andere geschickt werden, dass ihr Arbeitsplatz immer nur auf Zeit ist, dass manch einer als Leiharbeitnehmer gar schlechtere Bedingungen vorfindet als andere, die denselben Job machen. Und ich finde, es ist inakzeptabel respektlos, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer voll in den Arbeitsbetrieb integriert werden, aber durch abenteuerliche Werkvertragskonstruktionen sämtliche Schutzrechte ihnen genommen werden. Das ist nicht meine Vorstellung von einem respektvollen Miteinander. Hier wurde gerade um eine Lösung gerungen. Hier wird es jetzt Verbesserungen geben. Aber unser Konzept bleibt klar: gleicher Lohn für gleiche Arbeit ab dem ersten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir reden über Altersarmut. Wir reden darüber, ob jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, mit seiner Rente auch auskommt, ob man davon seine Miete bezahlen kann, ob er seinen Einkauf erledigen kann, ob er seine verdiente Freizeit auch würdig und nach seinen Wünschen verbringen kann. Und wir haben auf dem Weg dahin einige Fortschritte in dieser Legislatur gemacht. Wir haben ein Rentenpaket verabschiedet. Wir haben die Mütterrente und die Erwerbsminderungsrente verbessert, auch wenn ich mir wünschen würde, dass wir die Mütterrente künftig aus dem Steueraufkommen und nicht zulasten der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler finanzieren. Wir investieren in Mehrgenerationenhäuser. Wir haben die Mittel für das Programm Soziale Stadt um 300 Millionen Euro erhöht. Wir haben im parlamentarischen Verfahren das Programm Altersgerecht umbauen mit 75 Millionen Euro verlängert. Das alles sind wichtige Etappen auf dem Weg zu einer Gesellschaft, in der Lebensleistung Respekt entgegengebracht wird. Für mich gehört zu Deutschland aber auch dazu, dass wir ernst machen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das gilt für Familien mit zwei Elternteilen, wie aber auch für Alleinerziehende. Die Flexibilität von Arbeitsverhältnissen, sie darf doch nicht zulasten derjenigen gehen, die die Leistung erbringen und trotzdem eine Familie gründen wollen. Und deshalb sage ich, die 750 Millionen für den Bau und Betrieb von Kindertagesstätten, für das Elterngeld Plus und insbesondere die Verbesserungen beim Unterhaltsvorschuss, sie kommen zur rechten Zeit. Und wir werden noch weitere Anstrengungen unternehmen müssen, um in die Zukunft Deutschlands zu investieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir eine kurze Zusatzbemerkung. Kinderrechte haben es bei uns bedauerlicherweise noch nicht in die Verfassung geschafft. Es sollte uns trotzdem oder gerade deswegen bewusst sein, dass insbesondere die Jüngsten in unserer Gesellschaft die Wehrlosesten sind und dementsprechend besondere Aufmerksamkeit und den besonderen Schutz von uns allen bedürfen. Und der Grundstein für einen guten Start ins Leben, er liegt in der Kommune. Er liegt in unseren Gemeinden und Städten, er liegt bei uns vor der Haustür. Finanziell schlecht ausgestattete Kommunen bedeuten auch schlechte Startvoraussetzungen für die Jüngsten. Eine arme Kommune, sie kann zwangsläufig weniger Kindertagesstätten vorhalten oder sie muss sie schlechter ausstatten. Eine arme Kommune kann nicht so viel Geld für die Ausstattung und die Renovierung von Schulen in die Hand nehmen. Eine arme Kommune muss zwangsläufig über die Eindämmung von freiwilligen Leistungen, die Schließung von Bibliotheken oder Schwimmbädern diskutieren. Und gerade darunter leiden besonders auch die Jüngsten in unserer Gesellschaft. Daher, ganz egal, ob wir selbst kommunalpolitisch aktiv sind, wir haben den hohen Stellenwert unserer Städte und Gemeinden zu respektieren. Wer Kommunen ausbluten lässt, der trifft damit besonders die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Und daher war es richtig, dass diese Koalition die Kommunen so stark entlastet hat wie nie jemand zuvor. Wir respektieren die Leistung, die vor Ort erbracht wird. Und diesen Weg sollten wir beibehalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen auch wollen, dass diese Leistung, dass das, was Städte anbieten, auch weiterhin allen zugutekommt. Ich beobachte mit großer Sorge, was sich momentan in den Ballungsräumen in unseren Städten abspielt. Wenn Mietpreise Dimensionen erreichen, die sich nur noch gut situierte Mieterinnen und Mieter leisten können, dann dürfen wir das nicht ignorieren. Unsere Städte gehören allen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen haben wir die Mietpreisbremse auf den Weg gebracht, um die Entwicklung zumindest etwas zu dämpfen. Und uns ist klar, wenn das nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben, dann werden wir dort auch nachbessern müssen. Ich finde, dort, wo mehr Menschen hinziehen, da muss auch mehr gebaut werden.
aber nicht nur im Luxusbereich, sondern bezahlbar für alle. Es war daher richtig, dass wir die Mittel für den sozialen Wohnungsbau, für den sozialen Städtebau zunächst verdoppelt und jetzt verdreifacht haben. Und eine Rechnung sollten wir doch alle öffnen können. Wenn die Mietpreise weiter in die eine Richtung und das Rentenniveau weiter in die andere Richtung geht, dann nehmen wir unseren künftigen Rentnerinnen und Rentnern ihre Heimat. Innenstädte zu verwaisten Luxusgegenden umzugestalten, gehört ausgesprochen nicht zu meinem Verständnis von Respekt und Anstand, liebe Kolleginnen und Kollegen. In meiner Vorstellung unserer Gesellschaft muss niemand aus der Stadt wegziehen, weil er sich die Mieten nicht mehr leisten kann oder weil es zu wenig Lohnraum gibt. Wir haben in den letzten 4 Haushalten einiges auf den Weg gebracht. Einiges liegt aber noch vor uns. Nicht alles kann man dabei rein mit Geld lösen. Unsere Aufgabe ist dabei klar. Wir wollen die Gesellschaft zusammenhalten. Wir wollen keine Gesellschaft derer, die dazugehören, und derer, die außen vor bleiben müssen. Alle müssen dieselben Chancen, Pflichten, aber auch Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten haben. Lassen Sie uns daran arbeiten, überall und jeden Tag. Vielen Dank. Soweit die Rede von Dennis Rohde für die SPD, der hier unter anderem stark gemacht hat, dass der Bund die Kommunen entlastet hat, dass er ihnen geholfen hat. Weiter geht es jetzt mit Rüdiger Kruse, CDU/CSU. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Streng genommen haben ja nicht so viele zum Thema geredet. Wenn man nämlich guckt, es ist der Einzelplan 04. Der ist ja inzwischen eine zweite Generaldebatte. Das macht es ja auch spannend. Aber eigentlich könnten wir reden über das Bundespresseamt, über Integration, auch über die Nachhaltigkeit, ja, und auch über Kultur. Und deswegen kommt dann eigentlich auch immer zu dieser Debatte der Hinweis aus der kulturell interessierten Szene, man möge doch diesen Appendix, die Kultur, endlich mal befreien und ihr ein eigenes Ministerium schenken. Klingt gut gemeint, klingt nach Höherwertung. Ich glaube, das Gegenteil wäre der Fall. Es wäre ein weiteres Ministerium, es wäre nicht das größte. Und es hätte auch nicht den Platz in dieser Aussprache. Höchst selten, wenn wir es vielleicht mal schaffen würden, einen Kulturskandal in Deutschland hinzulegen. Aber ansonsten wäre es nicht dabei. So ist es immer in dieser zweiten Generaldebatte. Dann kann man sich überlegen, würde es besser dastehen? Würde es mehr Geld bekommen? Über die letzten 10 Jahre ist der Etat angewachsen von einer guten Milliarde auf jetzt in 2017 gut 1,6. Das macht auch nicht jedes Ministerium. Das würde auch der Bundesfinanzminister nicht mitmachen. Da sind wir natürlich zu einem Thema. Es muss immer so sein, dass die Zuständigen, die Chefin und auch der Finanzminister, auch eine Affinität zu dem Thema haben. Dann kann das auch funktionieren. In Berlin kann man ja sehen, dass Dinge personenabhängig sind. In einer Senatskanzlei kann man das unterbringen, wenn der Chef selber das für so ein Thema hält. Hat man einen Chef, der mit Kultur nicht so viel anfangen kann, reüssiert das Thema auch nicht. Aber da müssen wir uns keine Sorgen machen in dieser Koalition. Es hat einen hohen Stellenwert. Hat es denn auch die Sichtbarkeit? Gut, muss man sich anschauen, wer da Staatsministerin ist, und dann ist die Antwort gegeben. Es hat eine hohe Sichtbarkeit. Eigentlich können wir ja auch zufrieden sein, dass das einzige Thema ist, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen. Es gibt noch ein kleines. Die Linke macht einen Antrag und sagt, kostenlose Eintritt in Museen. Das ist aber auch Hase und Igel. Und der Igel ist die Staatsministerin, weil das Thema von ihr kommt. Sie hat das bei Humboldt angeregt und hat gesagt, wenn wir jetzt dieses Museum bauen, dann wollen wir mal den britischen Weg gehen und sagen, wir machen den Eintritt für die Dauerausstellung kostenlos. Darüber kann man diskutieren, muss man diskutieren. Aber es ist auch ein Luxus, dass wir darüber diskutieren. Weil wir nämlich zum Beispiel gerade eigentlich im Vorfeld der Eröffnung einer Ausstellung wären, nämlich die Bilder aus dem Terran-Museum für moderne Kunst. Die sind mal 1979, da gab es da die Revolution, immerhin nicht verbrannt worden. Die größte Sammlung der westlichen Moderne außerhalb der westlichen Welt. Zusammengetragen von der Ehefrau der Schah von Persiens, die eben nicht, wie sonst so klassisch ist bei Diktatoren, Schuhe gesammelt hat, sondern moderne Kunst. Immerhin sind diese Bilder nicht verbrannt worden. Aber seit 1979 mit einer Unterbrechung im Keller verwahrt. Und die sollten nun mal raus. Und im Moment gestaltet sich das schwierig. Das können wir uns hier gar nicht vorstellen in unserer Welt.
dass solche Bilder nicht gezeigt werden können. Und welcher Aufwand das ist, da zu diskutieren. Und wir wollten es gerne zeigen. Wir wollten es zeigen zusammen mit Künstlern von heute aus dem Iran. Das zeigt aber auch, in welcher Situation wir sind. Natürlich sind wir nicht im Paradies. Übrigens auch deswegen, weil eine der Vorbedingungen fürs Paradies ist, dass man tot ist. Aber Frau Wagenknecht, wenn Sie sagen, auf den Normalbürger abstellen, dann würde ich mal sagen, Normalbürger, das sind so 90% der Menschen. Und dann sagen Sie, in diesem Land kämpft der Normalbürger ums Überleben. Dann ist das so jenseits von aller Wirklichkeit. Und es ist auch eine so kindische Selbstbetrachtung, wenn ich mir den Rest der Welt angucke. Machen Sie Bürgersprechstunden? Ja, ich mache Bürgersprechstunden. Sind Sie überrascht? Ne? Wissen Sie eigentlich, wodurch man Volkspartei wird? Dadurch, dass man sehr viel mit Bürgern zu tun hat. Also das müssen Sie uns nicht erklären. Sie sagen, die Normalbürger, 90% der Menschen kämpfen hier ums Überleben. Ich kenne Länder auf dieser Welt, Sie auch, wo das wirklich der Fall ist. Hier ist das nicht der Fall. Das heißt nicht, dass wir alles schön und rosig und fertig haben, sonst bräuchte man uns ja auch nicht. Aber diese Argumentation ist gefährlich, weil Sie sehen damit etwas. Stellen Sie sich mal vor, diese Normalbürger, diese 90% würden Ihnen das irgendwann glauben, weil Sie ständig hören. Seien Sie mal nicht so sicher, dass dieser Populismus mit Ihnen nach Hause geht. Aber es wird jemand kommen, der das einsammelt. Und dann haben wir alle den Schaden. Es ist immer so, dass die Solidarität der Gemeinschaft, dass die Demokratie von den Rändern her bedroht wird. Aber entschieden wird es in der Mitte. Und wenn die Menschen aus der Mitte anfangen, die Argumentationsmodelle von extrem links oder extrem rechts zu übernehmen, dann ist das Schiff verloren. Dann sind wir in Not. Das ist glücklicherweise hier nicht der Fall. Es ist auch eine Frage gewesen in dieser Debatte, mit wem man was umsetzen kann. Und wenn man handelt, wenn man eine Regierung handelt, dann ist es auch tatsächlich so, dass einem nicht alles sofort gelingt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Grünen nicht in der Regierung sind. Sie haben ja, Herr Hofreiter, die Gelegenheit gehabt, die Energiewende mit uns umzugestalten, weiterzuentwickeln. Das wäre vielleicht ein sehr spannendes Modell gewesen. Aber Sie haben nicht den nötigen Pragmatismus gehabt, sondern sind damals nach dieser Wahl, die nicht so ausgegangen ist, wie Sie sich das gewünscht haben, gab es auch andere, die sich was anderes gewünscht haben, sind Sie lieber in die Teestube verschwunden und haben sich mit sich selber beschäftigt. Das hat Konsequenzen. Ich würde schon sagen, dass es vielleicht spannender wäre, gewisse Themen mal mit Ihnen zu entwickeln. Aber verlässlicher für dieses Land ist es, wenn wir es mit den Sozialdemokraten machen. Noch lieber wäre es mir, wenn wir es alleine täten. Und dazu müssen wir auch den Mut haben. Wir müssen schon unsere Politik, und das werden wir, glaube ich, auch einen guten Dialog in diesem Wahlkampf machen, man muss sich schon so darstellen, dass man auch sagt, wir wollen alleine regieren und die zweitbeste Lösung ist eine gute Koalition. Und wenn ich mir die Ergebnisse angucke, um auch wieder auf den Kulturbereich zu kommen, was wir hier hingestellt haben, wirkt im ganzen Land. Es ist nicht die Aufgabe des Bundes, überall etwas zu tun, aber inzwischen tut er überall etwas. Und wir tun es so, dass es zusätzlich ist, weil wir wissen, dass wir gar nicht die Leistung der Kommunen ersetzen können. Und auch da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und ich muss mal ein Beispiel dann wieder rausnehmen, wenn ich dann höre, wir haben in Berlin sehr viel gemacht, weil es ja auch unsere Hauptstadt ist. Und wenn wir dann die Staatsbibliothek mit einem Ankaufsetat versehen und mit Geld für längere Öffnungszeiten und dass man keine Nutzungsgebühr zahlen muss, dann ist das Letztere eigentlich nicht das große nationale Interesse. Aber es hilft den Menschen in Berlin, es ist ein Angebot, die Bildungschancen anzunehmen. Und wenn dann die neue Kulturverwaltung von Berlin sagt, das Erste, was wir tun wollen, ist die Zuschüsse für die SPK, also für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Träger dieser Bibliothek ist, zu deckeln, nicht mehr mitzuziehen, dann finde ich das unmöglich und nicht im Interesse dieser Stadt und nicht im Interesse dieses Landes. Danke, wir uns fürs nächste Mal. Danke. Rüdiger Kruse war das für die CDU-CSU-Fraktion, der hier gesprochen hat über den Kulturetat, der mitverhandelt wird im Etat des Bundeskanzleramtes. Er hat ein Gesamtvolumen von 1,63 Milliarden, ist deutlich angewachsen oder wird deutlich anwachsen im Haushalt um 280 Millionen. Also jetzt hier auch eine kulturpolitische Debatte. Sigrid Hubach für die Linksfraktion, deren Sprecherin für Kulturpolitik sie ist, ist die nächste Rednerin. Jeder Euro
Mehr für Kultur ist gut und richtig investiert. Erst recht, wenn Musik, Tanz und Soziokultur gefördert werden oder die kulturpolitische Forschung oder der Erhalt des schriftlichen Kulturguts oder der Erhalt von denkmalgeschützten Gebäuden, auch von der Bauhaustradition, die abseits von den Orten Dessau, Berlin oder Weimar ist. Oder aber auch, dass damit der Ankauf der so kulturhistorisch bedeutsamen Thomas-Mann-Villa damit ermöglicht wurde. Dafür auch ausdrücklich unser Dank. Schaut man sich aber an, wofür der Aufwuchs im Detail verwendet wird, fällt auf, dass die Hauptstadt Berlin am meisten davon profitiert, gefolgt von Hamburg. Und auch die Baubranche kann guter Dinge sein, denn sie planen ein prestigeträchtiges Bauprojekt nach dem anderen. Wie aber der spätere Betrieb dann zu finanzieren ist, dazu schweigt der Haushalt. Der Kulturausschuss hat sich darauf verständigt, ein Fachgespräch zum Wie und Weiter mit dem Freiheits- und Einheitsdenkmal durchzuführen. Wieso aber beschließen Sie, einen Tag danach 18,5 Millionen für den Wiederaufbau der preußischen Kolonnaden am selben Standort? Nicht nur ohne Rücksprache, sondern auch in Missachtung des Kulturausschusses. Es ärgert mich, dass hier einmal wieder mehr Tatsachen geschaffen werden, ohne dass es zuvor eine fachpolitische oder gar eine öffentliche Debatte gegeben hat. Was steht da für ein Politik- oder Demokratieverständnis dahinter? Ich finde, wir sollten doch gemeinsam auch überfraktionell darüber streiten, was wir für eine funktionierende Kulturförderung brauchen. Die nämlich müsste sowohl die Zentren als auch die abseitigen Regionen im Blick haben. Sie müsste die Künste und die kulturelle Bildung fördern, müsste neue interkulturelle Impulse setzen und das vielfältige kulturelle Erbe pflegen. Sie müsste auch zwischen Bund, Ländern und Kommunen abgestimmt werden und den Institutionen wie der freien Szene eine langfristige Planung ermöglichen. Dafür lassen sich die Weichen auch im Haushalt stellen. Sie aber beschränken sich auf ein Klein-Klein, mit dem Sie sicher so manchen MdB in seinem Wahlkreis beglücken. Aber für die wirklichen Weichenstellungen, dafür fehlt Ihnen der Wille. Wie das gehen würde, haben wir mit unseren Änderungsanträgen zum Kulturetat deutlich gemacht. Vier Beispiele will ich nennen. Erstens die Rettung des filmischen Erbes. Der dringende Handlungsbedarf ist hier von allen Leuten öffentlich und mit Nachdruck unterstrichen worden. Gehandelt werden muss jetzt sofort, nicht irgendwann, wenn das meiste Filmmaterial verfallen ist. Was aber machen Sie? Sie beschränken sich darauf, den Etat der Kinemathek auf das Vorjahresniveau anzuheben, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit wäre. Und Sie verdoppeln die Mittel für die Digitalisierung des Filmerbes auf 2 Millionen, auf die das Bundesarchivgesetz ebenfalls zugreifen kann, wenn seine eigenen, wohlgemerkt konstant gebliebenen Mittel dafür alle sind. Dass sich hier überhaupt etwas getan hat, fassen wir aber auch als Erfolg unseres Filmerbeantrages auf. Angesichts der bekannten Bedarfe ist das wieder aber nur der bekannte Tropfen auf den heißen Stein. Zweitens die Arbeit der Kulturförderfonds. Sie hat einen großen gesellschaftlichen Nutzen, der zudem auch in die ländlichen Räume und abgehängten Regionen ausstrahlt. Sie mit 2 Millionen mehr bedarfsgerecht auszustatten oder wenigstens die Sondermittel für die interkulturellen Projekte in Höhe von 1 Million zu verstetigen, wäre eigentlich eine Kleinigkeit, die Sie aber nicht angehen. Ein drittes Beispiel sind die KZ-Gedenkstätten. Ich finde es beschämend, dass zum Teil jede zweite Anfrage für Führung und Projektarbeit abgewiesen werden muss, weil an den Gedenkstätten in den vergangenen Jahren so sehr gespart wurde, sodass sie viel zu wenig Personal haben, um den wachsenden Besucherzahlen und auch den vielfältiger werdenden Anforderungen gerecht zu werden. Dass nun 500.000 Euro mehr fürs gedenkstättenpädagogische Personal eingestellt wurde, ist ein erster Schritt, aber auch unserem Druck zu verdanken. Ausreichend ist das aber nicht. Bildung, davon bin ich überzeugt, ist eine der wichtigsten Ressourcen, die wir haben. Und vor diesem Hintergrund haben wir auch viertens vorgeschlagen, den Eintritt in die Dauerausstellungen der vom Bund geförderten Museen in Berlin kostenfrei zu gestalten. Eben weil diese wichtigen Kultureinrichtungen auch Orte der Bildung sind, Orte des Dialogs und der Verständigung. Schon daher sollten sie möglichst allen offen stehen. Dazu gehören natürlich auch die Stärkung und damit die Anerkennung der so wertvollen museumspädagogischen Arbeit. Mir geht es nicht darum, Posten gegeneinander auszuspielen, aber von der Kulturförderung des Bundes kann man doch erwarten, dass sie getragen wird von einer konzeptionellen Idee und einer Vision, was die gesamte Gesellschaft braucht.
Trotz aller Aufwüchse beträgt der Kulturhaushalt nur kleine 0,5% vom gesamten Etat. Kultur ist aber Daseinsvorsorge, nicht nur Beiwerk. Ein eigenes Kulturministerium wäre da eigentlich die logische Konsequenz und wäre ein wichtiges Zeichen für die Selbstverständlichkeit der Bundeskulturpolitik, einer Kulturnation, von der Sie immer reden. Vielen Dank. Die Rede von Sigrid Hubach war das für die Linksfraktion und ihre Tour durch die einzelnen Posten des Kulturetats. Sie vermisst eine Gesamtkonzeption, einen Leitgedanken und hat sich für ein Bundeskulturministerium ausgesprochen. Nach ihr jetzt Marco Wanderwitz, Sprecher für Kultur und Medien der CDU-CSU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gleich vorab, Frau Kollegin Hubach, unsere Wahrnehmung der Welt, in der wir kultur- und medienpolitisch leben, scheint verschieden zu sein. Ich will mal die andere skizzieren. Bei Haushaltsberatung liegt es ja auf der Hand, dass man über Zahlen spricht. Deswegen beginne ich mal mit Zahlen. 2005, das war nach 7 Jahren Rot-Grün, betrug der Kulturhaushalt des Bundes, der Kultur- und Medienhaushalt des Bundes 950 Millionen Euro. Im Regierungsentwurf standen damals 914 Millionen Euro. 2017 beträgt der Haushalt nun stolze 1,63 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von fast 700 Millionen, also 77% binnen 11 Jahren, in denen es eine unionsgeführte Bundesregierung und 2 CDU-Staatsminister im Bundeskanzleramt als Beauftragte für Kultur und Medien gibt. Und das ist ein Erfolg, meine ich. Prioritätensetzung hin oder her, wenn ich mir die Änderungsanträge im Kultur- und Medienausschuss angucke und so die letzten Jahre Revue passieren lasse, dann haben die mittlerweile den Charakter homöopathischer Dosen, schwieriges Wort. Also sprich, sie sind eher Minimalkorrekturen. Und auch das ist für mich ein Beleg dafür, dass wir so schlecht nicht liegen können mit unserer Kultur- und Medienpolitik. Geld allein ist sicherlich nicht alles. Aber ohne Geld ist alles sehr schwierig, gerade auch im Kultur- und Medienbereich. Und deswegen will ich sagen, das ist eine Leistung, dass das so geschafft worden ist, vor allen Dingen auch unsere Kulturstaatsministerin, die wie ihr Vorgänger auch seit 2014 Jahr für Jahr es geschafft hat, ihren Haushaltsentwurf zu erhöhen. Also sprich, im Zusammenspiel der Bundesregierung gab es dieses Jahr wieder zusätzlich 74 Millionen Euro im Regierungsentwurf. Also auch ein Zeichen der Regierung und nicht nur des Parlaments. Diese kommen beispielsweise dem Humboldt-Forum zugute, der kulturellen Filmförderung oder der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Mein Dank gilt an dieser Stelle auch unseren Haushältern. Wir Fachpolitiker tun ja immer gut daran, ab und an einmal Danke zu sagen. Ich will das den Haushältern gegenüber an dieser Stelle deutlich sagen. Meinem Haushalter im Speziellen, Rüdiger Kruse, klasse, starke Leistung, die ihr dieses Jahr wieder hinbekommen habt. Es ist schon schön, dass es offensichtlich bei den Haushältern zum guten Ton gehört, dass im Kultur- und Medienbereich eher was draufgelegt wird, als über Sparen geredet wird. Wenn ich so meinen Fraktionsvorsitzenden vor mir sitzen sehe, dann will ich auch das erwähnen, dass Volker Kauder ein Überzeugungstäter, er hört das schon, alles gut, dass auch Volker Kauder ein Überzeugungstäter für Kultur und Medien ist. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass wir, wenn wir dich brauchen, jederzeit auf deine Unterstützung zählen können. Nun sind dieses Jahr zusätzliche 280 Millionen für Kultur und Medien in den parlamentarischen Beratungen rausgekommen. 280 Millionen, das ist ein ordentliches Pfund. All die zahlreichen Projekte, die dahinterstehen, hier jetzt aufzuführen, dazu würde weder meine Zeit reichen, noch die der Vor- und Nachredner. Ich will aber doch einige herausgreifen. Zum einen das von uns, dem Parlament, vor einigen Jahren ins Leben gerufene Denkmalschutz-Sonderprogramm, mit dem unheimlich viele Tausende von kulturhistorisch wertvollen Gebäuden, Ensembles in Deutschland in der Fläche erhalten werden konnten. Eine Art kulturelle Wertanlage auch für künftige Generationen. In diesem Jahr 70 Millionen, also 2017. Das ist noch mal wesentlich mehr, als es die Jahre zuvor war. Und jeder einzelne Baustein, jedes einzelne Projekt ist ein wichtiges. Zur Kulturpolitik gehört auch die Erinnerungspolitik. Und da möchte ich nur stichpunktartig einige wichtige gesetzte Signale
nennen. Zum einen ist es gelungen, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit einem Plus von 4 Millionen in den kommenden 3 Jahren zusätzlich zu fördern. Das ist eine Förderstiftung, die viele einzelne Projekte im Land unterstützt. Und es gab sehr viel Überhang, viel mehr Anträge, als es geförderte Projekte gab. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade in Zeiten, in denen wir auch immer wieder darüber diskutieren müssen, dass die Menschen den Wert der Freiheit und die Problematik der Unfreiheit und Diktatur zu schätzen wissen sollten, ein wichtiges Signal, dass wir an dieser Stelle mehr Geld ausgeben. Zugleich haben wir die Finanzierung der Union der Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft auf solidere eigene Füße gestellt. Die werden jetzt also nicht mehr teilweise über die Stiftung Aufarbeitung gefördert, sondern mit einem eigenen Titel im Bundeshaushalt. Das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig erhält für die neue Dauerausstellung und die politische Bildungsarbeit 4 Millionen extra. Und auch das ist meiner Fraktion ganz wichtig. Die tolle, wichtige Arbeit der Robert-Havemann-Gesellschaft kommt in die institutionelle Förderung und erhält fortan vom Bund jährlich 250.000. Das hat viele Jahre Kraft gekostet, aber es ist es wert. Und was dort insbesondere die Mitarbeiter in den letzten Jahren geleistet haben, ist eine ganz tolle Sache. Schön, dass Sie jetzt eine langfristige Perspektive haben. Wir haben auch nicht im Haushalt für Kultur und Medien, sondern im Haushalt des BMBF einen neuen Forschungsverbund SED-Unrecht ins Leben gerufen. Um künftig noch breiter gefächert uns wissenschaftlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ist für uns ein bisschen auch Ausfluss aus den Debatten, die wir in den letzten Monaten, im letzten Jahr geführt haben zum Thema, wie weiter mit der Stasi-Unterlagenbehörde. Auch das, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Die zusätzliche 500.000 für die pädagogische Arbeit der KZ-Gedenkstätten wurde bereits erwähnt. Ich glaube, auch die ist richtig, aber auch ein deutlicher Fingerzeig an die Länder, für die, bei denen die eigentliche Zuständigkeit für dieses Thema liegt. Einen Punkt will ich noch in aller Kürze ansprechen, nämlich die Deutsche Welle. Wir schaue ich Martin Dürmer ein bisschen an und sagte auch herzlich Dank für die Zusammenarbeit im Verwaltungs- und Rundfunkrat der Deutschen Welle. Wir haben vieles geschafft in dieser Legislaturperiode. Die Deutsche Welle, unseren Auslandsrundfunk, unser Schaufenster in die Welt, einen weltweit geschätzten Auslandssender, weil er eben anders ist als viele andere sind, weil er freiheitlich ist, weil er eine andere Form von Qualitätsberichterstattung hat als seien es beispielsweise russische oder chinesische Auslandssender, dass wir die Deutsche Welle erheblich auf festere, solidere Füße stellen konnten. Weitere 17 Millionen auch in diesem Jahr sind, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und wir arbeiten einfach weiter daran, dass wir an der Stelle dann den ganz großen Wurf irgendwann noch einmal hinbekommen, wenn man beispielsweise die chinesischen oder die russischen Zahlen sieht. Für eine abschließende Bilanz ist heute weder der Zeitpunkt noch will ich das tun. Aber ich glaube, unsere Zwischenbilanz, wenn man sich beispielsweise den Koalitionsvertrag anschaut, aber wenn man sich auch anschaut, wie es um die Kulturlandschaft in Deutschland bestellt ist, ist sehr gut. Und mein letzter Satz ist schon angelegt, Frau Präsidentin. Und ich glaube, man kann und sollte der Kultur- und Medienpolitik unserer Staatsministerin und der CDU-CSU durchaus weiterhin Vertrauen schenken in den nächsten Jahren. Soweit Marco Wanderwitz für die CDU-CSU-Fraktion. Es sei eine gute Zwischenbilanz, hat er eben resümiert. Weiter geht es mit Tabea Rösner, Sprecherin für Medien der Fraktion Bündnis 90 Die Frau Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, im Moment wird täglich und allerorts das Hohelied auf die Pressefreiheit angestimmt, wie wichtig eine freie Presse für unsere Demokratie sei. Und viele, auch Mitglieder dieses Hauses, äußern ihre Sorge. Das begrüße ich, und es ist gut, wenn wir unsere Grundwerte immer wieder vergewissern. Aber die internationale und nationale Presse- und Meinungsfreiheit steht unter massivem Druck. In einigen Ländern gibt es sie gar nicht mal mehr. Und das nicht erst seit heute, nicht erst seit diesem Sommer in der Türkei. Diese Entwicklung ist schon seit Jahren zu beklagen. Dass dies zu ernsthaften Konsequenzen geführt hätte, habe ich aber nicht wahrgenommen. Meine Damen und Herren, wir sind über das sich Sorgen machen längst hinaus.
Es sind übrigens nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Nordkorea, China oder Syrien. Auch in Europa, in Polen und Ungarn beschneiden neue Mediengesetze die Pressefreiheit ohne Konsequenzen. Fassungslos schauen wir gerade in die Türkei. Die Schriftstellerin Asli Erdogan sitzt in Haft, wie die Journalistenbrüder Ahmet und Mehmet Altan oder Akin Atalay, Herausgeber von Cumhuriyet. Die sind nur einige bekannte Namen, aber mit ihnen sind zurzeit mindestens 140 Journalistinnen und Journalisten in Haft. 140 Medien wurden geschlossen. Zögerliche Mahnungen bewirken da gar nichts. Die sogenannten Säuberungsaktionen werden unbeirrt und unerbittlich per Notstandsdekret fortgesetzt, ja die Todesstrafe sogar wieder ins Spiel gebracht. Dies erinnert an ganz düstere Zeiten. Und ich kann nicht verstehen, dass NATO-Generalsekretär Stoltenberg Erdogans Vorgehen auch noch verteidigt. Es muss ganz klar und deutlich sein, ein Land, das die Grundwerte der EU nicht teilt, kann nicht Mitglied dieser Gemeinschaft werden. Die Türkei muss den Weg zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zurückfinden. Die dauerhafte Missachtung europäischer Werte und von Menschenrechten kann und darf nicht ohne Folgen bleiben. Zum Schutz der internationalen Pressefreiheit braucht es einen UN-Sonderbeauftragten, der Rechtsverstöße auch konsequent verfolgen kann. Und wir müssen Projekte wie das der Deutschen Welle unterstützen, die türkische Bürgerinnen und Bürger via Internet-TV mit Informationen versorgt, die ihnen vorenthalten werden. Auch in Deutschland und anderen westlichen Demokratien gerät die Pressefreiheit immer öfter unter die Räder. Durch Sicherheitsgesetze wird zum Beispiel der Informantenschutz mehr und mehr aufgeweicht, zuletzt übrigens beim BND-Gesetz, das ich auch deswegen schon für rechtswidrig halte. Es ist eine schwierige Gratwanderung, aber wir dürfen unsere Freiheit nicht für unsere Sicherheit opfern. Ungemacht droht auch von anderer Seite das Erstarken von Rechtspopulisten, die Abkehr von Werten, die für demokratische Gemeinschaften selbstverständlich erschienen. Auch diese Entwicklung hat längst das Stadium von sich Sorgen machen überschritten. Journalistinnen und Journalisten werden bei ihrer Arbeit täglich angegriffen, bedroht, beleidigt. Lügenpresse, ein Unwort der Nationalsozialisten, wird heute wieder skandiert und bleibt nahezu unwidersprochen. Jeder von uns muss sich fragen, wie konnte das passieren und vor allem, was können wir dagegen tun? Ich glaube, wir müssen entschiedener für unsere Werte eintreten. Falschmeldungen müssen wir aufdecken und richtigstellen. Und wir müssen raus aus unserer Wohlfühlblase und mehr mit den Menschen reden. Das heißt nicht, sich den Rechtspopulisten anzubiedern, sondern denjenigen, die zum Dialog bereit sind, unsere Politik mehr erklären. Angesichts der immensen Veränderungen im Informations- und Kommunikationsverhalten, angesichts von Filterbubbles und dem rasanten technologischen Fortschritt, frage ich mich, wie kann dieser Dialog in Zukunft überhaupt noch geführt werden? Die Algorithmen von Facebook, Twitter und Co., heute wurden sie mehrfach angesprochen, führen dazu, dass wir immer tiefer in unsere Blasen versinken. Gewinnorientierte Unternehmen sammeln nicht nur sensible Daten und verstärken mit passgenauen Angeboten die digitale Isolation der Menschen. Menschliches Verhalten wird vorhersagbar und manipulierbar. Der US-Wahlkampf hat es gezeigt. Mit Social Bots werden Meinungen beeinflusst. Minderheitsmeinungen werden zu Mehrheitsmeinungen aufgeblasen. Künstliche Intelligenz zieht Debatten aufs Stammtischniveau und dominiert sie. Niemand ist hoffnungsloser versklavt als der, der fälschlicherweise glaubt, frei zu sein, hat Johann Wolfgang von Goethe fast schon prophetisch vorhergesagt. Viva! Und wenn ich jetzt hin und wieder Rufe höre, dass man die Unternehmen an die Kandare nehmen sollte, allein der Wille fehlt. Machen wir uns doch nichts vor. Wenn wir unsere Hände in den Schoß legen, wenn wir also nicht regulieren, heißt das ja nicht, dass nicht reguliert werden würde. Es sind dann nur die Unternehmen, die das tun.
Und davon kann Bundesminister Maas eine Hate Speech singen. Die Entwicklung darf uns nicht aus den Händen gleiten. Vielmehr muss auch in Zukunft gesichert werden, dass allen Menschen ein vielfältiges Bild von gesellschaftlichen Themen und Ansichten geboten wird. Medienvielfalt sichern und gleichzeitig den Vorteilen der neuen Technik gerecht werden. Darauf kommt es an. Datenschutz und umfassende Transparenz sind ein Mindestmaß, das wir einhalten sollten. Und die Unternehmen müssen in die Pflicht genommen werden, Manipulationen entgegenzuwirken. Sicher, Bots können positiv eingesetzt werden, aber die Grenze ist ab da überschritten, wenn künstliche Intelligenz Stimmung macht und Einfluss auf Meinungsbildung nimmt. Und ich begrüße es außerordentlich, dass die in diesem Haus vertretenen Parteien erklärt haben, im Wahlkampf nächstes Jahr auf dieses Mittel zu verzichten. 2016, meine Damen und Herren, war ein außergewöhnliches Jahr. Wir stehen an einem Wendepunkt in unserer Gesellschaft. Wir brauchen keine Lippenbekenntnisse mehr. Wir müssen jetzt national und international, digital und analog für Pressefreiheit kämpfen. Für Sorge ist es zu spät. Für Taten nicht. Vielen Dank. Tabea Rösner war das für Bündnis 90 Die Grünen, deren Sprecherin für Medien. Sie ist mit einer besorgten Rede hier über den Stand der Pressefreiheit national, aber auch international, namentlich die Türkei, hat sie sehr kritisch erwähnt. Weiter geht es mit Martin Dörmann für die SPD, deren kulturpolitischer Sprecher ist. Es geht uns allen so. Schaut man auf die internationalen Entwicklungen, dann wird einem noch mal besonders deutlich, welchen Stellenwert eigentlich Kultur und Medien für eine freie demokratische Gesellschaft haben. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir hier in Deutschland und in weiten Teilen Europas eine solche haben. Wir müssen stets auf neue erkämpfen, bewahren und fördern. Und deshalb ist es gut, dass dieser Haushalt für Kultur und Medien hier klare Signale, klare Zeichen setzt. Und ich freue mich sehr, dass es nun zum vierten Mal in Folge gelungen ist, den bereits erhöhten Etatansatz der Bundesregierung, der Beauftragten für Kultur und Medien, deutlich zu erhöhen, und will mich an dieser Stelle bei allen Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich bedanken, die daran mitgewirkt haben. Und weil Kollege Wanderwitz, Kollege Kruse schon erwähnt hat, muss ich natürlich an vorderster Spitze hier Johannes Kahrs, unseren haushaltspolitischen Sprecher, erwähnen. Ich glaube, Johannes, aber auch Rüdiger Kruse, wir haben das insgesamt in einem Team sehr gut hinbekommen, und so darf es weitergehen. Der Aufwuchs, über den wir heute reden, beträgt immerhin 270 Millionen Euro alleine für den Haushalt 2017, und in den nächsten Jahren sind weitere 400 Millionen eingeplant. Und damit können wir sehr wichtige Projekte fördern oder neu auf den Weg bringen. Und ich will nur einige beispielhaft erwähnen. Etwa das wieder aufgelegte Denkmalschutz-Sonderprogramm, die Mittel für das Beethoven-Jubiläum 2020. Wir erhöhen auch die Mittel für die Kulturpolitikforschung. Wir investieren in die Digitalisierung des Filmerbes und in eine digitale Strategie für deutsche Museen. Den Musikstandort Deutschland stärken wir durch ein neues Programm für die exzellente Orchesterlandschaft. Und wir erhöhen die Förderung für drei herausragende Musikfestivals, die internationales Renommee haben, das Reeperbahn-Festival in Hamburg, die CO-Pop in Köln und Popkultur in Deutschland. Also insgesamt kann man sagen, mit diesem Haushalt stärken wir die Kultur in Deutschland nachhaltig. Gleichzeitig aber setzen wir auch im Bereich der Medien einen wichtigen Akzent. Denn wie im Koalitionsvertrag besprochen, stärken wir auch in diesem Haushalt unseren Auslandssender Deutsche Welle und damit insgesamt nachhaltig. Und ich will mich auch an dieser Stelle bei den Kollegen der Fraktion und auch bei dem Kollegen Wanderwitz im Speziellen bedanken. Ich glaube, dass wir hier von Anfang an im Koalitionsvertrag angelegt, aber dann auch jedes Jahr dafür gesorgt haben, dass die Deutsche Welle gestärkt wird. Das ist ein wesentlicher Beitrag auch für Meinungs- und Pressevielfalt in der Welt. Und auf diesem Weg müssen wir unbedingt weitergehen. Und das ist keine Kleinigkeit, über die wir reden. Wir haben in diesem Haushalt 2017 in den verschiedenen Töpfen zusammengenommen
einen Aufwuchs für die Deutsche Welle von 26,3 Millionen Euro. Das ist der höchste Zuwachs seit 20 Jahren. Und an die Kollegin Tabea Rössner gerichtet, die ja die Türkei auch in besonderer Weise erwähnt hat. Von diesen zusätzlichen Mitteln wird eben auch ermöglicht, zusätzliche Programmangebote in Türkisch. Wir wollen diesen Weg weitergehen und wir alle sind stolz, dass die Deutsche Welle auch wirklich unabhängig berichtet. Und zuletzt haben wir uns darüber unterhalten, dass dort ein Video mit einem Interview mit dem Jugendminister in der Türkei konfisziert wurde. Das zeigt, auch die Deutsche Welle ist bei den Mächtigen dieser Welt gefürchtet und so soll es bleiben. Ich will noch mal daran erinnern, dass in den vergangenen Jahren eigentlich eher eine Mittelkürzung bei der Deutschen Welle da war, über Jahre hinweg. Und es ist gut, dass wir jetzt endlich diese Trendwende hinbekommen haben. Und jetzt geht es darum, dass wir in die Zukunft gerichtet vielleicht sogar noch einen Quantensprung hinbekommen. Denn wir alle wissen, dass internationale Krisen und ihre mediale Wahrnehmung immer stärker zusammenhängen, dass das Auswirkungen auf internationale Politik hat. Und deshalb kommt es sehr darauf an, dass wir auch bei der globalen Kommunikation mit unserem Auslandssender präsent sind. Zugleich zeigt die aktuelle Rangliste von Pressefreiheit, die Reporter ohne Grenzen immer herausgibt, dass wir in vielen Weltregionen eine besorgniserregende Entwicklung haben, dass die Unabhängigkeit von Medien immer stärker eingeschränkt wird in vielen Ländern und dass Journalisten dort unter zunehmendem Druck bekommen. Und vor diesem Hintergrund ist es gerade so wichtig, dass wir die Deutsche Welle auch über das Jahr 2017 hinaus deutlich stärken. Sie ist unsere Botschafterin sowohl für unser Land als auch für unsere Werte. Und von vielen Menschen vor Ort wird sie eben auch als Stimme der Freiheit akzeptiert, anerkannt, gesehen. Ich will daran erinnern, dass die Deutsche Welle, was viele ja nicht so ohne weiteres wissen, nicht in erster Linie in Deutsch sendet, das auch, sondern dass sie in 30 Sprachen weltweit unterwegs ist. Und es ist gerade diese Sprachenvielfalt und die journalistische Qualität und Unabhängigkeit, die in der ganzen Welt diese hohe Glaubwürdigkeit und Anerkennung der Deutschen Welle ausgelöst hat. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle besonders bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Welle bedanken, die nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland und dort manchmal auch unter schwierigen Bedingungen recherchieren, berichten, produzieren. Ich glaube, sie sind wirklich ein Markenzeichen und deshalb glaube ich, ist es auch eine Anerkennung durch diesen Haushalt für die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Welle dort vor Ort. Nun ist es so, dass wir im Vergleich zu anderen Auslandssendern, insbesondere der Franzosen, der Briten, der Russen, der Chinesen, immer noch im unteren Feld liegen. Das heißt, es ist noch reichlich Luft nach oben. Und deshalb freue ich mich, dass die Haushälter in ihrem Beschluss ausdrücklich der Bundesregierung den Auftrag gegeben haben oder sie aufgefordert haben, dafür Sorge zu tragen, dass in den Folgejahren der Etatansatz der Bundesregierung auf das französische Niveau angehoben wird. Dann hätten wir auch Spielraum für zusätzliche Mittel. Dann ist die Deutsche Welle konkurrenzfähig. Dann kann sie auch die zusätzlichen technischen und Lizenzkosten tragen. Dann kann sie mit neuen Programmen gerade in die Länder der Welt gehen, in der Pressefreiheit massiv bedroht ist. Ich glaube, diesen Weg müssen wir weitergehen. Und es zeigt ja auch, dass die Deutsche Welle mit dem Geld gut umgeht. Denn wir haben in den letzten Jahren eine so positive Entwicklung gehabt, was die Nutzerzahlen angeht. Das sind jetzt 135 Millionen Menschen, die jede Woche die Deutsche Welle abrufen, sei es per TV, Radio oder online. Die Deutsche Welle wird sozusagen mit Einzelpreisen überhäuft und besonders hervorheben will ich ein Angebot, nämlich Shabbat Talk. Das ist eine Jugendtalkshow, die gerade als beste Jugendtalkshow für den arabischen Raum ausgezeichnet wird. Und dass es gerade die Deutsche Welle ist, die dort so präsent ist, ist vorbildlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns auch in Zukunft gemeinsam Kultur und unabhängigen Journalismus stärken. In Deutschland, in Europa, aber auch weltweit. Und ich glaube, die aktuellen Entwicklungen in der Welt rufen geradezu danach. Deshalb bin ich froh, dass wir hier ein deutliches Zeichen setzen. Herzlichen Dank. Die Rede von Martin Dörmann war das, dem kulturpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier vorne einen sehr guten Überblick und haben uns davon überzeugt, dass für jeden Kollegen, für jede Kollegin auch ein Sitzplatz
hier im Plenarsaal. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen es hier in unserem Bild. Es wird voll. Der Grund ist, dass der Etat des Bundeskanzleramtes per namentlicher Abstimmung hier verabschiedet wird. Da sind dann alle Abgeordneten gehalten, hier einzutreffen und ihr Votum abzugeben. Aber noch ist die Debatte nicht zu Ende. Ulle Schaufs für Bündnis 90 Die Grünen ist die nächste Rednerin. Es gibt tatsächlich einen Grund zur Freude. Die Koalition hat eine wichtige grüne Haushaltsinitiative aufgegriffen, denn zum ersten Mal fördert der Bund queere Filmfestivals, und zwar bundesweit. Das ist ein Riesenerfolg für die lesbisch-schwule Filmszene in Deutschland. Ich freue mich sehr, und das sage ich auch noch einmal dankend in Richtung des Haushaltsausschusses, dass diese Mittel so beschlossen wurden. Denn diese oft spannenden Filmfestivals sind wichtig für die Sichtbarkeit aller LGBT-Lebensentwürfe. Sie schaffen Zugang zu einer Filmkultur, die sonst kaum Widerhall in deutschen Kinos finden würde. Queere Filmfestivals tragen entscheidend zur Vielfalt und zur Bandbreite unserer Filmlandschaft bei. Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Homo- und Transphobie ist diese Bundesförderung ein gutes Zeichen der Stärkung für eine tolerante und offene Gesellschaft. Caroline Ehmke, die Trägerin des diesjährigen Friedenspreises des deutschen Buchhandels, hat etwas gesagt, das ich für elementar halte. Die Kunst ist ein nicht zu unterschätzendes Gegengift zu jenen gefährlichen Denkmustern, die ein sehr begrenztes Weltbild propagieren. Und aus ihrer vielbeachteten Rede in Frankfurt stammt der Satz, ich zitiere, diese demokratische Geschichte eines offenen, pluralen Wir braucht Bilder und Vorbilder auf den Ämtern und Behörden ebenso wie in den Theatern und Filmen, damit sie uns zeigen und erinnern, was und wer wir sein können. Und ich finde, Caroline Ehmke hat sehr recht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für eine offene und demokratische Gesellschaft sind es auch diese kleinen Stellschrauben im Haushalt, die am Ende einen großen Unterschied machen. Der Umgang mit unserer Geschichte und ebenso die Erinnerungskultur spielen hierbei eine ganz entscheidende Rolle. Historische und politische Bildung bilden eine Einheit. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Aus diesem Grund hat meine Fraktion einen Haushaltsantrag zur Stärkung der pädagogischen Arbeit der NS-Gedenkstätten eingebracht. Denn Gedenkstätten müssen ausreichend Finanzierung und Personal erhalten, damit sie als autonome Lernorte neue Erinnerungskonzepte entwickeln können. Die jetzt noch im Laufe des Verfahrens eingestellten 500.000 Euro zur Stärkung der pädagogischen Arbeit der KZ-Gedenkstätten sind daher ein längst überfälliger Schritt. Angesichts des geplanten Kulturhaushalts 2017 von 1,63 Milliarden Euro sind die benannten Förderprojekte jedoch eine gefühlte Randnotiz. Offensichtlich gibt es auf der Regierungsbank eine Leidenschaft für kulturelle Großprojekte und preußische Herrschaftsbauten. Denn sonst lässt sich nicht erklären, dass an anderer Stelle ohne Wenn und Aber Millionenbeträge fließen. Zum Beispiel für den Wiederaufbau der Kolonnaden des Nationaldenkmals für Kaiser Wilhelm I. hier in Berlin. Und ich kritisiere das an dieser Stelle ganz explizit, auch wenn die Kosten im Bauetat verankert sind, weil es hier eben nicht nur um eine reine Bauentscheidung geht, sondern auch um eine kulturpolitische. Die Stelle, an der die Kolonnaden entstehen sollen, ist genau der Ort, an dem eigentlich das Freiheits- und Einheitsdenkmal stehen sollte. Ein Denkmal, für dessen Entstehung das Parlament 2007 sich ausgesprochen hat und für das im Rahmen eines legitimierten Wettbewerbs ein Gewinner ausgewählt wurde. Diese Entscheidung, die das Parlament und die Jury, die treten Sie, meine Damen und Herren, mit dem aktuellen Haushaltsbeschluss jetzt mit Füßen. Über das Freiheits- und Einheitsdenkmal und speziell Entwurf von Miller und Partner ist in der Vergangenheit viel gestritten worden. Und der Stopp des Denkmals durch den Haushaltsausschuss im April mag vielleicht viele befriedigend gefunden haben. Auch wir Grüne haben den Prozess um den aktuellen Entwurf immer sachlich und kritisch begleitet. Und ich stehe jetzt hier nicht als Verfechterin dieses einen Entwurfs. Verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. Aber das aktuelle politische Verfahren um diesen Entwurf ist skandalös. Und dass der Haushaltsausschuss den Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals wegen Kostensteigerung von 5 Millionen Euro stoppt, über die man im Übrigen streiten kann, das ist das eine. Das andere ist,
dass die Haushälterin der Koalition einfach mal einen eigenen Vorschlag zur Gestaltung des Schlossplatzes aus dem Hut zaubern, und zwar in Höhe von über 18 Millionen Euro. Und das, Kolleginnen und Kollegen, ohne eine kulturpolitische Debatte, geschweige denn eine breite öffentliche Debatte. Und da frage ich Sie, Frau Grütters, wo bleibt Ihr Zwischenruf? Wo bleibt Ihre Forderung nach einer öffentlichen kulturpolitischen Debatte hierzu? Sie schweigen. Wie Sie hier von der Koalition mit der Öffentlichkeit umgehen, ist Politik nach Gutsherrenart, und das kritisieren wir ganz klar. Und wie es weitergehen soll im Verfahren um das Freiheits- und Einheitsdenkmal, da sind Sie jetzt am Zuge. Wir Grünen appellieren an Sie, halten Sie demokratische Maßstäbe ein, missachten Sie sie nicht weiter. Vielen Dank. Die Rede und die Kritik von Ulle Schaufs war das. Bündnis 90, die Grünen gerade an Bauvorhaben des Bundes, die sie rückwärts gewandt findet. Weiter geht es mit Hiltrud Lotze für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, zunächst eine Anmerkung zu Herrn Kollegen Wanderwitz. Herr Wanderwitz, Sie haben ja gelobt, zu Recht, dass der Etat der BKM aufwächst. Dass es aber überhaupt eine Bundesbeauftragte für Kultur und Medien gibt, das hat die SPD gemacht. Diese Funktion wurde 1998 von der Regierung Schröder überhaupt erst eingeführt, und der erste Amtsinhaber war Michael Naumann. Das nur mal zur Vervollständigung der Debatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kunst und Kultur sind mehr als schmückendes Beiwerk. Sie sind wichtig für jeden einzelnen Menschen und für uns als Gesellschaft insgesamt. Deswegen ist es gut, dass der Etat aufwächst. Und ich danke auch noch mal ausdrücklich unseren beiden Haushaltspolitikern Johannes Kahrs und Rüdiger Kruse, dass sie sich mit uns gemeinsam dafür eingesetzt haben. Ich greife drei Punkte heraus, die wichtig sind im Bereich der Kultur, weil sie identitätsstiftend sind und für die Bewusstseinsbildung unserer Gesellschaft. Das ist einmal das Sonderprogramm zum Schutz unserer Denkmäler. Es gibt 1,3 Millionen Denkmäler in der Bundesrepublik. Ein Teil davon ist gefährdet. Und mit den Mitteln, mit den 70,5 Millionen, die jetzt in den Topf kamen, können sie erhalten und gesichert werden. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Sie erhält in den nächsten Jahren 1,3 Millionen Euro mehr und kann damit ihre wichtige und hervorragende Arbeit und die bundesweiten Projekte finanziell fortsetzen. Frau Lotze, Entschuldigung. Darf ich die Kollegen und Kolleginnen bitten, der letzten Rednerin in der großen Debatte zuzuhören? Sie wollen ja gleich abstimmen. Und Sie müssen ja wissen, worüber Sie abstimmen. Und Sie können bei der Frau Lotze noch einiges dazulernen. Also bitte, hören Sie zu, setzen Sie sich hin. Das gilt für alle. Für alle. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich nenne als nächsten Punkt die Gedenkstätten, die an die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus und an die SED-Diktatur erinnern und damit auch mahnen. Es ist ungeheuer wichtig, dass Menschen, besonders junge Menschen, sich an diesen authentischen Orten, in den Gedenkstätten, sich mit unserer Geschichte auseinandersetzen können. Und die jungen Menschen wollen das auch. Ich habe das gerade erst neulich wieder in einem Schulprojekt erfahren, wo ich mit Schülerinnen und Schülern einer 10. Klasse am Gymnasium Lüchow in meinem Wahlkreis zur Erinnerungspolitik gearbeitet habe. Und diese Schüler haben gesagt, ihre Forderung ist, jede Schulklasse muss mindestens einmal eine Gedenkstätte besuchen, und dieser Besuch sollte öffentlich gefördert werden. Und dafür brauchen die Gedenkstätten Geld für pädagogisches Personal, besonders vor dem Hintergrund, dass eben immer mehr Menschen kommen. Das ist ein Erfolg. Und die, die kommen, werden immer bunter. Es sind unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Religionen und unterschiedliche Gesichtsbilder. Und deswegen ist es wichtig, dass die Gedenkstätten ausreichend finanzielle Mittel haben. Es ist uns gelungen, einige personell besser auszustatten. Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zum Beispiel. Andere
Andere sind aber leider leer ausgegangen, wie zum Beispiel die Gedenkstätte Bergen-Belsen, die eine hervorragende internationale Arbeit macht. Und ich weiß, dass auch hier zu wenig Geld vorhanden ist, um die Arbeit so ausführen zu können, wie die Besucherströme es eigentlich erfordern. Und das Wichtige an dieser Erinnerungsarbeit ist doch nicht nur, dass wir zurückschauen. Erinnerungsarbeit ist immer auch zukunftsgewandt. Denn das, was in den Gedenkstätten stattfindet, ist im besten Sinne Demokratie- und Menschenrechtsbildung. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, eins fehlt aber im Bundeshaushalt, und das sind die Mittel für das Freiheits- und Einheitsdenkmal. Der Haushaltsausschuss hat den Bau aufgrund von Kostensteigerungen gestoppt. Und diese Entscheidung akzeptieren wir SPD-Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker auch. Wir sind uns aber einig, dass dadurch die Idee eines Freiheits- und Einheitsdenkmals, das ja auf einem Bundestagsbeschluss beruht, dass diese Idee damit nicht beendet sein darf. Denn worum geht es? Und ich freue mich deswegen, dass ich die Gelegenheit habe, hier vor allen zu sprechen. Worum geht es? Es geht darum, dass ein Denkmal errichtet wird, das an die friedliche Revolution von 1989 erinnert. Mutige Menschen haben damals die Mauer von innen aufgedrückt. Sie haben gezeigt, dass die Kraft der Freiheit, der Demokratie und der Verantwortung stärker ist als die Kraft der Unterdrückung. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir uns alle hier mehrheitlich darin einig sind, dass es uns etwas wert ist, dass wir dieses positive und schöne Ereignis der deutschen Demokratiegeschichte mit einem eigenen, mit einem neuen Denkmal würdigen. Denn Freiheit und Einheit, das ist uns ja auch allen klar, sind nicht selbstverständlich. Und auch deswegen ist dieses Denkmal ein zukunftsgerichtetes Denkmal. Ich würde mich also sehr darüber freuen und setze mich dafür ein, dass wir im nächsten Haushaltsentwurf für dieses Freiheits- und Einheitsdenkmal wieder Mittel einstellen werden. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Das war die Rede von Hiltrud Lotze für die SPD-Fraktion, die sich hier für die Denkmäler im Land und für besonders für das Freiheits- und Einheitsdenkmal, das geplante, stark gemacht hat. Ja, meine Damen und Herren, das war also die lange Aussprache zum Etat des Bundeskanzleramtes, traditionell ja der Höhepunkt der Haushaltswoche, weil es eben über diesen Etat hinaus, über die Richtlinien der Politik geht. Wir haben hier einer Debatte gefolgt, die durchaus sachlich war, wenig Polemik, man hat einander zugehört. Es gab Selbstkritik, beispielsweise von dem grünen Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter, der gesagt hat, auch die Grünen müssten besser werden und die Menschen überzeugen und mitnehmen. Es war auch eine Debatte unter dem Eindruck der Wahl in den Vereinigten Staaten, der Rechtspopulismus. So scheint es, ist an verschiedenen Orten auf dem Vormarsch. Hier nicht, bisher nicht im Hohen Haus. Und man möchte hier dieser Dinge durchaus auch wehren. Der Etat, deshalb ist es hier so voll im Plenarsaal, wird jetzt namentlich abgestimmt. Das dauert ein paar Minuten, in der die Abgeordneten ihre Stimmkarten in die Urnen werfen.